Auf diesen Tag hat Rokajat seit Monaten gewartet. Heute darf sie ihre neue Armprothese anprobieren. Sie muss lernen, sie alleine anzulegen und sich dann wieder anzuziehen. Rokajat ist 12 Jahre alt, ihren Arm hat sie im syrischen Bürgerkrieg verloren. Die Hilfsorganisation La Chaîne de l'Espoir hat sie von einem Flüchtlingslager in Jordanien nach Paris gebracht. Genau wie Salam, der beide Beine amputiert werden mussten. Auch sie wird in Frankreich medizinisch versorgt. Salam kann jetzt wieder laufen. Das ist so bewegend. Das freut uns alle so, die Salam geholfen haben, nach Frankreich zu kommen und wieder zu gehen. Syrische Familien haben die beiden Mädchen aufgenommen. Seit 3 Wochen kümmert sich Imane um Rokajat. Bei ihrer Ankunft war die 12-Jährige traumatisiert. Sie wurde von Granatsplittern getroffen, als sie mit ihrer Familie vor den Kämpfen floh. Ihre 3 Schwestern starben. Ich hatte Angst, mit dem Flugzeug zu fliegen, weil es mich an die Bombardierungen erinnerte. Ich war froh, als ich in Frankreich angekommen bin, weil ich hier meinen Arm bekommen sollte. Vorher haben die Kinder mich komisch angeguckt. Sie haben gesagt, sie hat keinen Arm, aber jetzt habe ich einen. 9 syrische Kinder wurden dank der Hilfsorganisation bisher in Frankreich behandelt. In wenigen Tagen wird Rokajat zu ihren Eltern nach Jordanien zurückkehren mit ihrem neuen Arm.